Die Funktionen, mit denen wir uns als nächstes beschäftigen werden, sind sogenannte Potenzreihen. Potenzreihen sind sowas wie eine Verallgemeinerung von Polynomen. Polynome kennen wir schon und Polynome sind mehr oder weniger das Einfachste, was uns an Funktionen überhaupt begegnen kann. Polynome sind ja solche Dinge wie 5x² minus 5 Drittel x plus Pi. Leichter geht's nicht. Da kommen nur Addition, Subtraktion und Multiplikation vor. Das wird jeder Computer liebend gern für Sie ausrechnen. Man weiß, wie man die Dinge ableitet. Diese Funktionen sind super easy. Die Idee von Potenzreihen ist, dass man das hier ins Unendliche fortsetzt. Man könnte jetzt ja Polynome höheren Grades nehmen. Dies ist ein Polynom sogenannten zweiten Grades, weil die höchste Potenz 2 ist. Man kann Polynome dritten Grades hinschreiben und siebten Grades. Und Potenzreihen sind von der Idee her Polynome unendlichen Grades. Nur kann man natürlich das nicht einfach so sagen und so tun, als könnte man unendlich viele Zahlen addieren. Sie kennen die Problematik ja aus der Geschichte mit den Reihen. Die Dinge heißen nicht umsonst Potenzreihen. Das sind ganz spezielle Reihen. Wenn Sie so eine Funktion haben von irgendeiner Menge a in die komplexen Zahlen, sodass z abgebildet wird auf eine Summe n gleich 0 bis unendlich a n z hoch n, dann nennt man so ein Ding Potenzreihe und diese Terme a n hier vorne, die nennt man wie bei Polynomen die Koeffizienten der Potenzreihe. Der Unterschied zu den Polynomen ist, dass sie jetzt unendlich viele Potenzen und unendlich viele Koeffizienten haben. Also ein Polynom könnte sowas sein, wenn ich nochmal das von da oben abschreibe. Dann hätten Sie drei Koeffizienten. Der Koeffizient a0 wäre Pi, der Koeffizient a1 wäre minus 5 Drittel, der Koeffizient a2 wäre 5 und danach hört es auf. Und Potenzreihen stellen wir uns so vor, dass es eben nicht aufhört, sondern immer weitergeht. Dann gibt es einen Koeffizienten a3, der steht vor x hoch 3 oder hier heißt es z hoch 3 und dann gibt es einen Koeffizienten a4, der steht vor z hoch 4 und immer so weiter. Diese Menge a ist natürlich so gemeint, dass man da nur an den Stellen Werte einsetzen darf, wo dieses Ding hier, das ist ja eine Reihe, konvergiert. Diese Funktion soll natürlich einen Sinn ergeben. Und wir wissen ja, dass Reihen konvergieren können oder nicht. Wenn wir also über Potenzreihen reden, dann ist implizit immer damit gemeint, dass natürlich nur dann wir über die reden, wenn die eingesetzten Werte dafür sorgen, dass die Reihe konvergiert. Was wir auf jeden Fall erstmal verstehen sollten, wir haben hier eine Kombination aus zwei Dingen. Erstmal haben wir hier eine Reihe, wir haben aber für jedes Z eine andere Reihe. Das heißt, das ganze Ding ist eine Funktion, in die ich Z einsetze und es kommt raus der Wert einer konvergenten Reihe. Die erste Frage ist, wann konvergiert so ein Ding? Da gibt es zum Glück eine sehr einfache Regel, die etwas darüber aussagt, wie die Menge der Punkte aussieht, in denen eine Potenzreihe konvergiert. Wenn diese Reihe hier konvergiert, das heißt, wenn ich einen bestimmten Wert q kenne, den ich für z einsetzen kann, sodass etwas rauskommt, was konvergiert, dann weiß ich automatisch, dass die Reihe konvergiert, wenn ich irgendwas anderes einsetze, was einen kleineren Betrag hat. Begründung ist gar nicht so schwer. Wenn ich mir das hier anschaue und weiß, dass dieser Term konvergiert, dann weiß ich ja nach dem Nullfolgenkriterium, dass die Folge der Summanden gegen Null gehen muss. Wenn das gegen Null geht, dann heißt das, dass ab einem bestimmten Punkt der Betrag von diesen Folgengliedern kleiner als 1 sein muss. Jetzt gucke ich mir so ein B an, dessen Betrag kleiner als der Betrag von Q ist und schätze einen von diesen Termen ab, einen von den Summanden, die wir Reihenglieder genannt haben. Und das mache ich, indem ich das geschickt erweitere. Da ist ja nichts passiert, ich habe nur mit 1 mal genommen. Und das zerlege ich jetzt in zwei Teile. Nach unserer Vorüberlegung ist der erste Faktor ab einem bestimmten Punkt immer kleiner gleich 1. Das heißt, für fast alle n ist dieses hier kleiner gleich dem. Der erste Faktor spielt dann keine Rolle mehr, weil der auf jeden Fall höchstens 1 ist. Und dieses hier kann ich ja auseinanderziehen. B durch Q ist natürlich vom Betrag her kleiner als 1, weil b vom Betrag her kleiner als q ist. Das heißt, dieses Ding hier ist eine geometrische Reihe und die konvergiert. Und weil die Reihe dieser Summanden konvergiert, muss auch die Reihe dieser Summanden konvergieren. Das ist das Majorantenkriterium. Und damit sind wir schon fertig. Das bedeutet, der Bereich, in dem eine Potenzreihe konvergiert, ist im Komplexen immer ein Kreis um den Nullpunkt und im Reellen ist das immer ein symmetrisches Intervall um den Nullpunkt rum. Ist dieser Ausdruck eine Potenzreihe, dann konvergiert diese Reihe entweder für alle komplexen Zahlen oder es gibt sozusagen eine Grenze, nehmen wir das Ding mal Rho, mit der Eigenschaft, die Reihe konvergiert, wenn ich Werte einsetze, deren Betrag kleiner als Rho ist
Und die Reihe divergiert, wenn ich Werte einsetze, deren Betrag größer als Rho ist. Was ich da auch noch immer hinzufügen kann, ist, wenn eine Potenzreihe konvergiert, zumindest für die Fälle, die hier stehen, dann konvergiert sie auch absolut. Also hier darf ich absolut dazu schreiben und hier darf ich auch absolut dazu schreiben. Dann ist es entweder so, dass es egal ist, was ich einsetze, das Ding wird immer konvergieren, oder es gibt eine Zahl Rho, die dann der Radius von einem Kreis sein muss, um den Nullpunkt rum. Und wenn ich irgendeinen Punkt habe, der im Innern liegt, dann ist sein Abstand zum Nullpunkt, also sein Betrag, ja kleiner als Rho, dann konvergiert die Reihe, wenn ich diesen Punkt einsetze. Wenn ich irgendeinen Punkt nehme, der außerhalb des Kreises liegt, dann ist sein Betrag größer als Rho, dann divergiert die Reihe. Darum spricht man auch vom Konvergenzkreis. Und diese Zahl Rho nennt man dann den Konvergenzradius. Das macht man auch für den Fall, dass die Potenzreihe für alle komplexen Zahlen konvergiert. Dann sagt man, der Konvergenzradius ist unendlich. Die Begründung steht noch etwas detaillierter im Skript, aber eigentlich ist sie ganz einfach. Sie gucken sich die Menge aller reellen Zahlen an, aller nicht negativen reellen Zahlen, mit der Eigenschaft, dass die Reihe konvergiert, wenn ich etwas einsetze, dessen Betrag kleiner ist. Dann sind zwei Dinge klar. Das erste, was klar ist, ist, dass die Zahl 0 natürlich in dieser komischen Menge A drin liegt, denn komplexe Zahlen, deren Betrag kleiner als 0, das gibt es ja gar nicht. Das heißt also, dass die konvergieren, ist automatisch erfüllt, weil da nichts schief gehen kann. Und zweitens ist klar, das haben wir nämlich eben gerade in dem Lemma bewiesen, diese Menge A ist ein Intervall. Wenn ich von einer Zahl weiß, dass sie in A drin ist, dann sind auch alle kleineren Zahlen in A drin. Und das heißt ja gerade, dass ich es mit einem Intervall zu tun habe. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dieses A ist unbeschränkt. Das bedeutet, alle nicht negativen Zahlen sind in A drin. Wenn dem so ist, dann heißt das, egal welches Z ich einsetze, das Ding konvergiert immer nach Definition von A. Und die zweite Möglichkeit ist, das Ding ist beschränkt, dann setze ich als Rho einfach das Supremum von A. Und das ist dann genau die Grenze zwischen Konvergenz und Nichtkonvergenz. In der Beziehung sind Potenzreihen schon recht angenehm. Wenn man erstmal diesen Konvergenzradius hat, den muss man natürlich erstmal rauskriegen, weiß man ganz genau, wo sie konvergieren und wo nicht. Mit einem kleinen Haken noch, sehen Sie den, kann ich wirklich, wenn ich den Konvergenzradius kenne, für alle komplexen Zahlen sagen, ob die Reihe konvergiert oder nicht, oder fehlt da noch irgendeine Kleinigkeit? Genau, da fehlt nämlich noch das Folgende. Was ist denn, wenn der Betrag von Z genau Rho ist? Wenn das Ding genau auf dem Kreis liegt, sagt dieser Korrelator darüber nichts aus und man kann darüber auch nicht mehr aussagen, jedenfalls nicht im Allgemeinen, nicht in Form einer Aussage, die für jede Potenzreihe gilt. Wenn Sie mal auf die Wikipedia-Seite gehen zum Begriff Konvergenzradius, dann werden Sie da Beispiele finden. Es gibt Reihen, bei denen die Reihe auf dem gesamten Rand des Konvergenzkreises konvergiert. Es gibt Beispiele für Reihen, bei denen sie auf keinem Punkt des Randes konvergiert. Und es gibt Beispiele für Reihen, bei denen sie auf einigen Punkten des Randes konvergiert und auf einigen nicht. Der Rand ist also tatsächlich kritisch und im Allgemeinen weiß man darüber noch nichts, wenn man den Konvergenzradius hat. Vielleicht wollte ich noch mal eine Sache sagen, die implizit klar ist, aber die ich vielleicht nicht so deutlich hervorgehoben habe. Wenn uns nur die reellen Zahlen interessieren, dann heißt das, dass das Ding, was man Konvergenzkreis nennt, dieses Stück hier auf der Zahlengeraden ist. Dann haben Sie also, wie ich vorhin schon mal im Nebensatz sagte, ein Intervall, dessen Mitte im Punkt 0 liegt. Das ist die eine schöne Eigenschaft von Potenzreihen. Es gibt noch eine andere schöne Eigenschaft, die erklärt, warum Potenzreihen in der Mathematik so wichtig sind. Die haben angefangen, eine Rolle zu spielen, naja, so zu Beginn der Neuzeit. Zum Beispiel Newton hat ganz viel mit Potenzreihen gemacht und von da ab haben die Mathematiker immer wieder sehr viel mit Potenzreihen gearbeitet, bis zu dem Punkt, dass der Weierstrass, der Name fiel ja schon öfter, große Teile der Analysis komplett auf Potenzreihen aufgebaut hat. Und so ein bisschen werden wir in diese Richtung auch gehen. Wir wollen uns gar nicht mehr so viel Analysis anschauen, aber wir wollen uns zumindest die wichtigsten Funktionen anschauen, die auf Potenzreihen beruhen, weil das auch die sind, mit denen man regelmäßig zu tun hat. Und dann sehen wir mal, wo die herkommen und sehen als Abfallprodukt gleichzeitig, wie man die theoretisch auf dem Computer ausrechnen könnte. Wenn ich eine Potenzreihe habe, die einen positiven Konvergenzradius hat, die also in einem interessanten Gebiet konvergiert, dann hat die folgende Potenzreihe denselben Konvergenzradius und ist die Ableitung von der ursprünglichen. Das ist eine wirklich erstaunlich schöne Eigenschaft. Was Sie hier im Prinzip sehen, ist, dass Sie Potenzreihen da, wo sie konvergieren, so ableiten können, als wären es Polynome.
Sie haben hier zwar eine unendliche Summe, aber Sie können genauso ableiten, wie Sie das bei endlichen Summen machen würden. Denn das, was hier steht, ist ja die Ableitungsregel, über die wir eben gesprochen haben. Wenn Sie jeden von diesen Termen einzeln differenzieren würden, würde genau das hier stehen. Dass das auch bei einer unendlichen Summe geht, ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir haben bisher nicht die Mittel, um das zu beweisen, aber es funktioniert. Und der Konvergenzradius bleibt gleich. Das bedeutet natürlich auch noch, dass dieses Ding hier ja auch wieder eine Potenzreihe ist, die Sie auch wieder nach dem gleichen Satz differenzieren können. Und was rauskommt, ist wieder eine Potenzreihe und so weiter. Also, wenn Sie eine Potenzreihe haben und die hat einen nicht-trivialen Konvergenzradius, dann ist die unendlich oft differenzierbar. Das, was wir letzte Woche glatt genannt hatten. Und die Ableitungen sind auch alle Potenzreihen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es dieses Video über den Riemannschen Umordnungssatz gibt von mir. Da wird auch dieses Ding hier bewiesen. Das wäre jetzt für uns zu viel Arbeit. Das ist eine große Abschätzungsorgie. Da steckt zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel dahinter, bis auf eine kleine Idee, aber man müsste jetzt zwei ganze Folien vollkrakeln und Sie würden sowieso wieder vergessen, wie das geht. Wichtig ist, dass Sie sich die Aussage merken, weil das wirklich ganz entscheidend ist. Potenzreihen haben äußerst angenehme Eigenschaften. Das sind nach den Polynomen sozusagen die nettesten Funktionen, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil man sie beliebig oft differenzieren kann und man weiß eigentlich auch schon, wie die Ableitungen aussehen. Man muss gar keine neuen Ableitungsregeln lernen. Das war eigentlich alles, was wir über Potenzreihen machen wollen, außer dass ich jetzt zu der Verallgemeinerung komme, die eben schon angesprochen wurde. Ich habe jetzt der Einfachheit halber immer nur über eine bestimmte Sorte Potenzreihen gesprochen. Man kann die Potenzreihen auch etwas allgemeiner hinschreiben. Bevor ich das mache, will ich erstmal was ganz Grundsätzliches klären, von dem ich hoffe, dass Ihnen das klar ist. Wenn Sie irgendeine Funktion haben, f von x, und Sie ersetzen diese Funktion durch f von x plus c, was ändert sich dann, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie f von x und f von x plus c zeichnen? Wie unterscheiden sich die beiden Funktionsgraphen? Genau. Also wenn c zum Beispiel positiv ist, dann wird der Graph um c Einheiten nach oben verschoben. Wenn c negativ ist, wird das ganze Ding nach unten abgesenkt. Ich habe es hier trotzdem nochmal hingezeichnet. In dunkelblau haben Sie eine Funktion f, das ist jetzt sowas ähnliches wie eine Sinusfunktion. Und wenn ich c dazu addiere, dann wird das, in diesem Fall ist c positiv, ein bisschen nach oben angehoben. Wie kriege ich den gleichen Effekt hin, wenn ich die Funktion stattdessen horizontal verschieben will? Wenn Sie diese Änderung nicht beim Funktionswert vornehmen, sondern im Argument, dann verschieben Sie stattdessen horizontal. Das sieht dann so aus. Die blaue Funktion ist dieselbe wie eben und in hellblau habe ich die Funktion gezeichnet f von x minus c. Das würde, wenn c wieder positiv ist, dafür sorgen, dass der ganze Funktionsgraph nach rechts verschoben wird. Das Ganze habe ich Ihnen nur deswegen gezeigt, um klarzumachen, in beiden Fällen würden wir natürlich erwarten, dass sich die wesentlichen Eigenschaften der Funktion durch sowas nicht ändern. Denn wo die im Koordinatensystem liegen, ist ja mehr oder weniger willkürlich. Also wenn die Funktion f zum Beispiel stetig ist oder differenzierbar, dann sollte natürlich eine Funktion, die genauso aussieht und nur ein bisschen nach oben oder rechts verschoben ist, auch stetig oder differenzierbar sein. Da sollte sich ja hoffentlich nichts dran ändern. Und so ist das mit Potenzreihen auch. Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist eine bestimmte Sorte von Potenzreihen. Und wenn Sie jetzt stattdessen da, wo in der Potenzreihe überall z stand, sowas einsetzen wie z minus c, dann kriegen Sie wieder eine Potenzreihe, die aber einfach verschoben ist, an eine andere Stelle. Nichts weiter passiert. Die Potenzreihen, die wir bisher hatten, klingt so, als hätten wir schon ewig Potenzreihen gehabt, aber wir haben das ja erst seit 10 Minuten gemacht, sahen so aus. Und jetzt setzen Sie da, wo z steht, ein z minus z0. Dann haben Sie die ganze Potenzreihe um z0 verschoben, genau wie Sie diese Funktion hier um c verschoben haben. Dieses Ding nennt man dann eine Potenzreihe mit Entwicklungspunkt z0. Das heißt, die Potenzreihen, die wir uns am Anfang des Abschnitts angeschaut haben, waren alles Potenzreihen mit Entwicklungspunkt 0. Und die beiden wichtigen Aussagen, die wir eben hatten, ändern sich nur minimal. Die erste Aussage war die über den Konvergenzbereich. Das ist immer noch ein Kreis. Aber der Mittelpunkt des Kreises ist jetzt z0. Vorher war der Mittelpunkt der Nullpunkt. Jetzt ist es so, dass der Mittelpunkt für solche allgemeinen Potenzreihen der Punkt z0 ist, weil sie um diesen Punkt herum entwickelt wurden. Und die Ableitung sieht natürlich dann auch entsprechend aus. Auch solche Potenzreihen können Sie beliebig oft ableiten, die sind auch glatt. Nur wenn Sie die ableiten, kriegen Sie natürlich nicht raus, wie hier oben n mal a n mal z hoch n minus 1, sondern Sie bekommen raus n mal a n mal z minus z0 hoch n minus 1. Das würden Sie dann mit der Kettenregel begründen. Das will ich nicht alles aufschreiben, steht ausführlich im Skript. Ich wollte nur noch mal klar machen, dass da eigentlich nicht groß was Neues dahinter steckt,
sondern dass das nur eine verschobene Potenzreihe ist, für die natürlich die ganzen Dinge gelten, die wir uns eben angeschaut haben. Das Wichtigste vielleicht ist, dass ich nochmal so ein Bildchen hinmale. Der Konvergenzkreis könnte jetzt sowas hier in der Art sein. Und der Mittelpunkt ist dann Z0. Und es gibt natürlich immer noch irgendeinen Konvergenzradius pro. Was sich nicht ändert, ist, dass innerhalb dieses Kreises die Potenzreihe konvergiert, außerhalb konvergiert sie nicht. Machen wir gleich mal eine kleine Frage zu diesen verschobenen Potenzreihen. Die Potenzreihe steht da oben. Was ist der Entwicklungspunkt dieser Potenzreihe? 4, weil da x minus 4 steht. Das heißt, das Ding wird um diesen Punkt rum entwickelt. Und der Konvergenzradius ist 2, das heißt um diesen Punkt rum ein Kreis mit dem Radius 2. Hier geht es jetzt ja nur um reelle Werte. Der Kreis trifft hier die Zahl 2 und an dieser Stelle trifft er die Zahl 6. Und jetzt können Sie die Zahlen der Reihe nach durchgehen. Die Zahl minus 4, die liegt hier hinten, die ist auf jeden Fall deutlich außerhalb des Konvergenzkreises. Die Zahl 1 liegt hier, die ist auch offensichtlich außerhalb des Konvergenzkreises. Die Zahl 3 liegt hier, die ist offensichtlich innerhalb des Konvergenzkreises. Und die Zahl 2 liegt genau auf dem Rand. Und bei Zahlen, die genau auf dem Rand liegen, kann man nichts mit Sicherheit aussagen. Darum ist die einzige Zahl, für die Sie mit Sicherheit sagen können, dass die Reihe konvergiert, die Zahl x gleich 3. Ein Begriff noch. Wir haben jetzt ja gesehen, dass Potenzreihen sehr angenehme Eigenschaften haben. Funktionen, die man mit Hilfe von Potenzreihen hinschreiben kann, nennt man analytisch. Und das ist noch ein bisschen besser als glatt. Wir haben ja schon gesehen, dass Potenzreihen glatt sind, also beliebig oft differenzierbar. Aber man weiß halt noch ein bisschen mehr, weil man nämlich außerdem noch weiß, dass man die als Potenzreihe hinschreiben kann. Es gibt so ganz gemeine Beispiele von Funktionen, die unendlich oft differenzierbar sind, die man aber nicht als Potenzreihen hinschreiben kann. Will ich Sie jetzt gar nicht mit verwirren. Die Funktionen, die wir in den nächsten Abschnitten uns anschauen werden, sind alle analytisch. Das sind die Funktionen, die wichtig sind für die Anwendung. Und der Prototyp, damit haben wir ja diesen Abschnitt angefangen, sind Polynome. Polynome sind rein technisch Potenzreihen, nämlich welche, bei denen die meisten Koeffizienten, fast alle, 0 sind. Das ist ja auch eine Potenzreihe, nur irgendwann hört die einfach auf. Danach kommen nur noch 0 mal x hoch 7, 0 mal x hoch 8, 0 mal x hoch 9. Also die einfachsten Potenzreihen sind Polynome und die schönen Funktionen sind alle Potenzreihen und der offizielle Name dafür ist, das sind analytische Funktionen. Damit legen wir jetzt gleich los.